alles geladen. Jo, bei mir auch. Lass geschehen, YouTube, herzlich willkommen. Wir sind bei Wildlands. Und wenn wir jetzt mal auf die gute Karte gehen hier, dann sehen wir, wir können unseren großen Fisch, den wir die ganze Zeit gesucht haben, El Sueño, den können wir jetzt in den Arsch treten. Was wir auch machen werden. So. Hast du irgendwas genommen? Svenios Vorschlag ausgewählt. Oh Gott, nein, Digga, nicht den Vorschlag, den nehmen wir nicht. Sondern? Den hier, den ich hab. Wer ist der Mann? Du hast recht, das ist suspekt. Das ist einer, der... Das ist einer, der El Svenio schon gesehen haben will. Das, was du hast, ist nur eine Falle. Heli, komm. Schick uns die Location, wo wir uns treffen sollen. Wir werden da sein. Hä? Das habe ich schon gehabt. Komm. Der Heli rutscht. Warte. Was hast du schon gehabt? Das, was ich jetzt angewählt habe? Ja. Wie willst du denn das schon haben, wenn du Ace Venue noch gar nicht freigeschaltet hast? Mir ist grau. Bei dir ist grau? Lol. Hacker. Na, gehen wir da mal hin. Gucken, ob es da schöne Videos gibt oder so. So, und gucken wir mal. Wir sind da. Irgendwas stimmt nicht. Bewegung. Ach, der ist tot. Shit, hier ist eine Leiche. Es ist der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich kann Pak einfach nicht erreichen. Glaubst du, Pak und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre hier groß gekämpft worden. Ich rufe Bowman an. Vielleicht weiß sie mehr. Bowman, wir haben ein Problem. Wir wollten uns mit Pak und einem seiner Jungs treffen. Pak? Wo sind Sie? Hören Sie zu. Pak war nicht da. Dafür Amaru. Tot. Haben Sie von Pak Katari gehört? Pak Katari ist hier bei mir in Pokhara. Hä? Bowman. Wurden wir verarscht, oder was? Was geht hier vor? Keine Ahnung. Kein Plan. Wir müssen zu Bowman. Schnell. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Augen auf, zurück an die Arbeit. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, fackle ich das ganze verdammte Land ab. Da mache ich mit, Mann. Da mache ich mit, Mann. Pak sei bei ihr, dann war sie plötzlich weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Vielleicht spielt Pak falsch. Weaver, kannst du Baumens letzten Standort ermitteln? Mach ich. Ja, dann ermittel mal, Alter. Da. Krass, Digga, was geht ab, Mann? Schlimm genug, dass diese Kartellpisse eine militärische Ausbildung haben. Ich glaube, wir wurden verarscht. Maschinengewehre, Granatwerfer. Ja, sieht so aus. Wenn es eine Armee im Programm hat, dann kommen die auch dran. Und wir verkaufen jeden Scheiß, wenn die Kohle stimmt. Waffenhandel ist eine olympische Disziplin. Nicht nur die Russen. Sieht so aus, als hätten die uns getrollt, Alter. Irgendwann sind wir im Einsatz. Sind da Feinde? Kartellpisser kommen mit einem Panzer auf uns zugerollt. Was wollen wir dann tun? Nö. Was wir mit allen Meint ich nicht. Hier tun? Wir klauen sie. Könnte auch eine Falle sein. Ja, wir haben ja Waffen. Man kann sich ja wehren. Gucken wir mal. Oh, das stinkt nach einer Falle, Digga. Na, mal sehen. Für Svenio. Die Rebellen wissen, wo er ist. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pak Katari und die Rebellen unsere Feinde. Fuck. Oh mein Gott, Alter. Was? Die Rebellen sind jetzt Feinde? Das heißt, wir können gar nicht mehr diese super Helis anfordern.
Die einfach mitten in der Gegend spawnen. Geht das nicht? Nee, weil alles gesperrt. Boah, guck mal, die Rebellen, Alter. Alter. Digga, die Rebellen, die unsere Kollegen waren, kommen und kämpfen gegen uns. Was geht? Bist mit dem Heli schnell weg, Digga. Ja, glaube ich auch. Warte, ich guck mal den Heli da runter. Oh, oh. Der wäre fast auf mich rausgefallen. Den, da hole ich auch nochmal runter. Santa Blanca greift die Rebellen an. Aua, Alter. Das wird aua. Alter, ich bin fast down. Fuck, was zum Teufel hast du vor? Hey, ja. Bist du down, Bruder? Nein, nein. Musste Amaru deshalb sterben, weil er nicht stark genug war? Amaru war von Idealen getrieben. Gute Idealen. Aber Ideale. Ich starte schon mal den Heli. Ja, oder? Go, 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 Digga. Ideale stürzen keine korrupte Regierung. Tote Rebellen tun das aber auch nicht. Mein Volk weiß, wenn es heute stirbt, kommt es morgen zu Tausenden zurück. Dadurch wird es nicht weniger schmerzhaft. Wenn ich mit etwas zu leben gelernt habe, dann mit Schmerz. Eine Lektion, die ich El Sueño bald erteilen werde. Wenn ihr nicht auch so enden wollt, solltet ihr Bolivien verlassen. Ja. Danke für eure Hilfe. Adios, Camarada. Digga, wir waren nur für diese Leute so Mittel zum Zweck, damit die Sueño aufs Maul hauen können. Ja. Die ganzen harten Stunden Arbeit, um Sueño dieses Arschgesicht zu kriegen, waren wir die Affen. Alter, da sind aber Rebellen unterwegs ohne Ende, wa? Ich bleib mal so ein bisschen unterm Radar. Gucken, wie viele Feinde hier sind. Viele Gegner, Alter. Ja, kann man nichts machen. Lass mal hier landen. Dann lande mal schnell. Oh, raus. Perfekt gelandet, Alter. Was ist da los? Vor uns. Tot. Jetzt müssen wir nur noch dahin kommen. Ich lad mal nach. Vor uns sind noch irgendwelche mit Infos, aber die Infos interessieren mich gerade gar nicht mehr. Hinter uns machst du, ne? Verfickte Scheiße! Ah, Sniper ist down. Sniper, wo ist denn das? Ist down, ist down. Heli. Vorsichtig, warte, ich hol den runter. Die Waffen sind so OP. Alter, sind die Waffen OP. Extra gewechselt, Alter. Hast du auch auf die 150er gewechselt? Ne, die... Big Lama oder wie der ist. Warte mal, ich wechsle mal auf. Ich wechsle mal auf Infrarotsicht, Alter. So sieht man die Leute besser. Au, au, au. Au, 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 au. Langsam brauche ich Muni, Digga. Ja. Keine Muni mehr. Ja, lass uns hier mal erstmal reingehen. Ich öffne warte, mal die Tür. Ich guck mal kurz auf der Map, ob da Muni irgendwo ist. Nee, Mann. Bruder, ich hab die Tür geöffnet, ich bin drin. Warte, Video, Video. Dann mach ich ja doch jetzt. Ja. Nimm die Hände hoch, Arschloch! Los! Das würde ich. Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen bösen Retter. Weg damit! Natürlich. Adios, Señor Katari. Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman.
Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir? Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir. Ja, ich verstehe. Fuck, fuck, fuck! Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman! Er hat Immunität! Er hat einen Deal und er... Ein Deal mit Fuck. Wem? Mit dem Justizministerium! Moment, heißt das er etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenten. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich euch sagte, hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist, Signora Bowman... Sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein! Oh, Alter. Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das, ich habe El Sueño exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf Sie, Sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet, meinen Partner enthauptet, Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Einen Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als 4 Leute. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze. Und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur. Und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Schwamm drüber. Ich hoffe nur, Sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Bowman, Ende.
Krass. Das war's. Das war's. Ja. Das Let's Play ist vorbei. Ich sag danke fürs Zusehen. Danke für diese ganzen Klicks. Einschalten, Daumen hoch, Kommentare, Bewertung, bla bla bla. Für mich war das Spiel... Es war in Ordnung. Was ich nur nicht so gut fand, ist, dass sich die Mission auf die Dauer dauerhaft wiederholt haben. Es war vom Ding her ein schönes Spiel. Koop und wie im Dings macht es sehr viel Spaß. Nur dieses dauerhaft wiederholen und immer wieder das Gleiche machen, das hätten sie vielleicht noch ein bisschen ändern können. Naja, ich habe das jetzt gespielt. Das ist ein Holen, Sichern, Informationen sammeln, den töten, den sichern. Vom Ding her ist es eigentlich immer das Gleiche. Schade, hätten ein bisschen mehr Potenzial gebraucht oder ein paar mehr andere Missionen auch noch. Dann wäre das Spiel ein richtig gutes geworden. Für mich ist von 100% 80% geworden. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann. Sag tschüss. Tschüss.